Einheiten. Gerade wurde eine Körperverletzung gemeldet. Der Tatort ist offenbar im Central Park. Ratet mal, was ich von Schlägern halte. Was für Moves! Spider-Man hat es noch drauf. Schläger umhauen hat was. Achtung, erhalten Berichte über Überfälle in der Gegend. Der nächste Officer bitte nach Robinson. Okay, auf eurer Homepage steht nirgendwo sowas wie: Wir machen Krisensituationen noch schlimmer. Ich hab gewonnen, aber ich wette, die ärztliche Hilfe bekommen die. Man muss Sable Agents einfach lieben. Tauchen immer auf, wo es am wenigsten passt. Wir müssen ihn auf den Boden holen. Beobachtungsposten an. Eben jede Zielsichtung weiter. Glaubt ihr, seid übel dran? Von all den Panzerungen habe ich ganz blaue Finger. Stable Teams, hier Zentrale. Wie ist die Lage? Hab ich nicht ein paar von euch vor 8 Jahren eingelocht? Mann, ich fühle mich alt. Das war mal eine nette Abwechslung. Danke. Sable gerät außer Kontrolle. War es ihre Idee? Yuri, ich bin gerade auf einer Fisk-Baustelle. Hier sind zwar viele Leute, aber die Arbeit geht nicht voran. Wie man sehen kann, das läuft im Verborgenen. Ich drehe jeden Stein um. Das machen wir ja gerade, oder? Versteh mich nicht falsch. Er hat noch Ressourcen, aber wir müssen es... Darf uns nicht besiegen. Die Sache fängt... Hol die Netze weg! Er darf uns nicht besiegen. Das machst du nicht nochmal.
Nachzügler! Da werde ich aber eine Menge Abmahnungen schreiben müssen. Hier, frisch! Er darf uns nicht besiegen. Hey, das ist nicht fair! Mach ihn endlich fertig! Hol die Netze weg! Ich bring dir Respekt bei. Komm runter und kämpf wie ein Mann. Nimm das! Er spinnt mich ein! Ich komm nicht an ihn ran! Warum macht ihr uns fertig? Hier kommt der Nachschub. Wieso kriege ich keinen Nachschub? Ach ja, mich kann niemand leiden. Den machen wir fertig. Spider-Man, von meinen Quellen weiß ich, dass Sie da mit schweren Waffen handeln. Sprengstoff, Raketenwerfer. Fisk kommt an Material ran, das eigentlich nur vom Militär genutzt wird. Das muss weg von der Straße. Um jeden Preis. Unterstützung! Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Arten der Unterstützung. Ich könnte doch einfach auf Vollgemacht sagen. Wie sehr ihr Jungs eurem Boss im Knast Gesellschaft leisten wollt. Wir schaffen das! Nicht in ihn! Er hat sich eingespannt! Habe Big Willys Jungs plus Waffen verschnürt wie ein Paket unterm Weihnachtsbaum. Naja, farblich ähnelst du ja schon dem Weihnachtsmann. Danke. Wie viele Baustellen von Fisk gibt es noch? Keine mehr. Alle haben Überstunden gemacht, um Geld reinzubringen. Naja, jetzt ist es nicht mehr so einfach, die Geschäfte zu führen. Das ist schlecht für Fisk und gut für New York. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Willy! Wie lustig, ich war gerade auf einem von deinen Gebäuden. Und du wärst geschockt zu hören, dass da kriminelle Machenschaften im Gange waren. Um's kurz zu machen, deine Baufirma ist dicht.
Ich habe andere Einnahmequellen, aber du hast mir Probleme gemacht. Und das wird Konsequenzen haben. Ich vergesse nichts und mein Einfluss ist groß. Ich sollte all die Typen, die geschworen haben, mich zu töten, um das Privileg kämpfen lassen. Dieses Stück von Mysterios Helm war die Inspiration für meine Linsen. Los, zeig mich an, Goldfischglas. Ich muss das stoppen, bevor es Tote gibt. Seid ihr betrunken oder nur dämlich? Ich mach einen auf der Windschutzscheibe! Endstation! Das ist wirklich... Man sollte Fahrunterricht im Gefängnis anbieten. Bordsteinkante. Eine lustige Jagd, Leute, aber leider zu Ende. Du kommst dir nicht lebendig raus! Habe ich bald buchstäblich jeden in Rikers eingesperrt. Mal wieder. Hier Säbelzentrale. Brauche eine Meldung zur Lage in Spanish Harlem. Zentrale. Verstoß gegen Kriegsrechtsstatut 237. Haben illegale zivile Versammlung zerschlagen. Erlitten weitere Anweisungen. Kleiner Tipp. Wenn ihr draußen seid, ist die Gefängnisrevolte eigentlich vorbei. Kann mich nicht bewegen. So ein Glück. Ihr habt alle Inselurlaub gewonnen.
auf Rikers Island. Spider-Man, hier drüben. Stimmt was nicht? Oh, doch, doch. Ich wollte nur Danke sagen, dass du meine Tochter vor den Dieben gerettet hast. Wann genau war das? Gerade eben. Du hast so viel zu tun, dass du die Übersicht verlierst, was? Beim Theater, 126. und Paul. Sie hat mich gerade angerufen. Stimmt. Sorry, gerne doch. Schön, dass es ihrer Tochter gut geht. Okay, da war ich definitiv nicht. Ich sollte mal nachsehen, was da los ist. Spinnkopf! Ich hab dich neulich Nacht in Unterwäsche durch die Stadt schwingen sehen. Mehr Anstand, bitte! Das Theater. Samt Tatort. Mal rausfinden, was da... Tut mir leid, ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Schon wieder da? Wolltest du denn nicht nach dem Brand sehen? Stimmt, bin unterwegs. Wo lang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang, nach Süden. Danke, hab mich etwas verlaufen. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Riecht tatsächlich, als hätte es da hinten gebrannt. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. Hey, Spidey, was hast du mit dem Feuerlöscher gemacht? Ein Feuerlöscher, hä? Wo hat er den gelassen? Er hat einen Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? ADP. Standard und leicht nachzuverfolgen. Er hat Löschmittel an sich. Wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme, führt mich das direkt zu Spidey 2.0. Er ist ein Fußgänger. Keine Netze, keine Kräfte. Was er da macht, ist Selbstmord. Der da sieht aus wie nach einem Kampf. Vielleicht weiß er was. Lasst mich in Ruhe! Habt ihr schon alles gesagt? Der Deal steigt auf dem Dach. Ehrlich! Okay, bleib einfach sauber, ja? Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Mein Doppelgänger hat's echt drauf. Die Drogen sind noch hier. Er scheint es gut zu meinen, auch wenn seine mit... Die Polizei wird schon aufräumen. Der falsche Spidey ist wohl die andere Feuerleiter runter. Bewusstlos, aber am Leben. Das gibt eine Narbe. Wie gesagt, ich gebe auf! Wo hast du nur so kämpfen gelernt?
Das ist er. Die Leute mögen ihn wohl. Ich meine mich. Das ist echt schräg. Gern doch, werte Bürger. Entschuldigt mich, da ist jemand in Not. Okay, so rede ich nicht. So redet überhaupt niemand. Lasst ihn gehen. Ja, klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Wow, hey Jungs! Ich bin nicht der echte Spidey. Nee, bist du nicht mehr. Zeit für Chancengleichheit. Töte beide! Ich schaffe das, geh! Ich soll die Chance verpassen, dem echten Spidey zu helfen? Niemals! Du kannst kämpfen! Schwarzer Gürtel! Lehrer am Shikara Dojo! Ich wollte helfen! Die Legende verbreiten und so! Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde! Und ich hab viele Feinde! Achtung! Da kommen mehr! Ich nehm die mit den Knarren! Du den Rest! Gemeinschaft helfen willst. Hier in der Nähe ist ein Feast-Center. Die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen. Gute Idee. Langsam erkenne ich auch den Nachteil dieses Anzugs. Mann, echt krass. Wie hast du das geschafft? Mit vielen Beulen. Hey, dein Herz ist am rechten Fleck. Aber wenn du so weitermachst, gehst du drauf. Ja, ist mir jetzt klar. Keine Sorge, ich hänge den Anzug an den Nagel. Nie mehr Spider-Man. Gute Idee. Außerdem braucht man kein Kostüm, um etwas zu ändern. Hey, echt guter Spruch. Den merke ich mir. Sträflinge haben die ganze Straße in ihrer Gewalt. Leute rufen an, weil sie Angst haben, ihre Wohnungen zu verlassen. Sag ihnen, sie sollen noch eine Weile drinbleiben. Die Straßenreinigung ist auf dem Weg. Deine Liga!
Davon haben wir noch mehr! Holt ihn hier runter! Ihn sofort alle haben. Das ist echt nicht nötig. Ich hab doch schon Schiss. Spider-Man, die Leute hier sagen, dass die Ausbrecher versuchen, in ihre Häuser einzubrechen. Das habe ich auch gehört. Sie wollen eins übernehmen. Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geiseln. Ich arbeite dran. Ich melde mich später. Niemand wird mich hier wieder einsperren! Der Nachschub ist da. Cool. Okay, ihr Jungs singt Dua und ich die Melodie. Er bewegt sich schnell. Hinterher. Cool, euch zu sehen, Jungs. Hier gibt es keinen Nachschub oder Verstärkung. Nur Menschen, okay? Thank you.
Captain, alles ruhig hier. Alle orangefarbenen Overalls sind angezählt. Gute Arbeit. Hätten Sie es in die Wohnhäuser geschafft, wäre der Schaden immens gewesen. Ach ja, der Blinde gab mir seine Karte, falls Spider-Man mal einen Anwalt braucht. Moment, wenn er blind war, woher wusste er, dass ich Spider-Man bin? Ihr habt alle etwas gelernt, aber ich weiß es besser. Keine echten Apotheker. Ihr tragt nämlich keine weißen Kittel. Sind die ungefährlich für uns? Ungefährlicher als der Boss, wenn wir es versauen. Jetzt beeilen wir mal. Ausschalten! Kann ich schießen! Uns Männer sind erledigt. Dann mal ran an diese Fässer. Diox 3. Ist das nicht das Zeug, das Tombstone als Kind erwischt hat? Was will er jetzt damit? Auf geht's, los! Das Zeug ist sicher nicht gegen Asthma. Mehr Typen, mehr Drogen. Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwang erklären.
Ich befürchte, die Drogeninhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen. Ich sollte mir mal einen dieser Inhalatoren genauer ansehen. Okay, was steckt in dir? Diox 3 plus Designer-Amphetamine. Cleveres Rezept für vorübergehende Unverwundbarkeit. Bin beeindruckt. Besorgt. Für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt. Und Tombstone ist der einzige Lieferant. Ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen. Ob es wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt? Zeit für improvisierte Wissenschaft. Da, eine Einzeldosis der Gegendroge. Muss sie nur noch testen. Also hier findet die Party statt. Okay, mal sehen, was drinnen los ist. Geronimo! MJ! Ich bin am dritten Ort. Heute ist anscheinend Maskentag im Büro. Endlich ein Job, wo du gut hinpassen würdest, bis du mit Facekicking anfängst. Ja, sowas irritiert die Personalabteilung.